Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig, Schreckhaft, Durchgewuselt in Dead Space. Wir sind hier gerade immer noch dabei, den Marker in das Shuttle zu laden. Denn Dr. Keil meint ja, dass wenn wir den Marker quasi dahin bringen, dass das unsere einzige Möglichkeit ist, dass sie alles wieder gut zu machen. Und er hat auch diese Phrase verwendet, machen sie uns wieder, das macht uns wieder ganz. Ach so, ach. Sick. Was muss ich denn jetzt? Ich würde das gern hier rüberziehen, das geht doch, oder nicht? Muss das nicht hier hin? Ja. Wow! Ah! So krank dieser Satz auch klingt, überall tote Babys. Okay, so ganz passt es noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Zu unserem Glück. Hier muss es hin. Ist das jetzt richtig? Nee, sieht ja eigentlich nicht so aus, oder? Es muss ja, glaube ich, leuchten in der Mitte. Ich guck mal ganz kurz. Kann er setzt sich wieder hier hin? Das wäre jetzt blöd. Hallo? Okay. Nee, nee, nee. Noch geht das nicht. Muss hier noch irgendwas verstellen. Da hinten muss es hin. Hier ist aber nicht irgendwie. Nee. Okay. Jetzt ist es richtig. Oder? Moment. Nein. Wieso hat es denn nur diese zwei Richtungen? Aber es sieht ja eigentlich so von der Anzeige her, sieht es aus, als ob das jetzt. Ach, es ist alles falsch eingestellt. Ich muss es nochmal komplett zurückbringen, glaube ich. Was gerade hier rüber. Hallo? Was gerade wieder hervorragend funktioniert. Das geht auch nicht? Was geht denn überhaupt? Okay. Kann man das jetzt bewegen? So. Meine Güte, komm doch her jetzt. So. Gut, bisschen schwere Geburt, die ich da veranstaltet habe, die jetzt eigentlich so einfach war, aber nichts im Vergleich zu früheren Tagen, wo ich mich ja teilweise wirklich elend dämlich angestellt habe. So. Wenn ich es dann raufgebracht habe, kommt wahrscheinlich der zweite Necromorph-Angriff. Vor allem, weil ich glaube, ich mit dem. Da sind sie schon. Ah, gegen euch. Nehmen wir doch wieder die altbewährte Taktik. Nein, das war. Wieso? Warum denn? Ah! Hallo? Oh, wie ich ihn immer verfehle. Was mache ich denn da? Oh, meine Güte. Das war unnötig, Muni-Verschwendung. Ist noch nicht vorbei. Babymorphs. Oh. Jetzt hat er sich dahingestellt, wo der Tote weggeflogen ist. Und dadurch habe ich nicht erkannt, dass er da steht. Cleveres kleines Viech. So. Aufgabe erfüllt. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her.
Ich sollte dann den Marker verlassen können. So, ja, das war... Das ging. Ende der Schwierigkeit. So. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Na gut, probieren wir's. Warum nicht, ne? Sollen wir mal alle Waffen checken? Ja, okay, alles nachgeladen, sehr schön. Ja, okay, ja, warum nicht? Setzen wir mein Ende. Im kollektiven Bewusstsein. Frage ist halt, ob Nekromorphs ohne kollektives Bewusstsein weniger gefährlich sind. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. Nehmt ihr mich mit? Nein. Und da fliegt unser Shuttle. Die letzte Hoffnung, hier wegzukommen. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was kein nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kein hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich. Bitte. Ich liebe dich. Ja, da beweist sich wieder mal, dass ich eine ganz gute Menschenkenntnis hatte. Ich habe ja Kendra von Anfang an nicht gemocht und ihr auch nicht getraut. Ja, jetzt beweist sich, dass das richtig war. Ich habe zwar, muss ich sagen, tut mir leid, ihre Beweggründe, warum sie den Marker jetzt nimmt, überhaupt nicht verstanden. Aber ich würde jetzt mal daraus schließen, dass sie auch bei Unitology ist und ja, den Marker eben für sich möchte. Ja, erklärt hat es nicht wirklich. Nun gut. Marker weg, Shuttle weg, letzte Hoffnung also weg. Ja, nett. Ach je. Ja, und jetzt ruft Nicole nach uns. Auch wenn es Isaacs Freund ist, ich bin mir auch da nicht so ganz sicher, ob man der vertrauen kann. Ja, es ist halt gut. Ab. 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 Und ab. Einen hat er noch da. So. So, das war doch mal, glaube ich, der souveränste Kampf gegen eins von den Viechern. War es noch einer da? Nee, da war irgendwas drüber gelaufen. Ja,
Naja, dann versuchen wir mal noch zumindest Nicole zu retten. Allerdings, wenn man keinen Weg hat, hier rauszukommen, dann ist das natürlich leichter gesagt als getan. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Oder so. Halbleiter Diamant. Ja, also offenbar hat sie etwas damit zu tun. Mit den Ereignissen hier. Standby, das heißt, jetzt passiert irgendwas. Achso, ich muss hier drücken. Ich hätte gerne erstmal gespeichert. Legendenerzähler. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Ja, das ist hilfreich. Ja, ich hoffe, dass vom Endkampf jetzt nochmal ein Boss, also ein Dings kommt. Jetzt habe ich sehr viel Ripper-Munition und vom Impulsprojekt, Impulsgewehr und so sehr viel im Shop. Ich hoffe, dass nochmal einer kommt. Unwahrscheinlich. Naja, gut. Mal schauen. So. Haben wir also Kendra zurückgeholt und ich hoffe, wir führen sie ihrer gerechten Strafe zu. Oder sie sagt uns zumindest, was genau sie vorhat. Ich weiß immer noch nicht, ob nicht Nicole auch irgendwie... Hat ja auf jeden Fall irgendwas damit zu tun, offenbar. Beide tot? Nein. Nein. Nein, 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 nein. So. Ich weiß nicht, war hier irgendwo ein Shop? Nee, ne? In der Meinung im ersten Kapitel war gar keiner. Ah, schlecht. Was haben wir denn? Wir haben viele Medipacks, das ist gut. Ja, ja, ich sehe Muni schon ganz gut. Ja, gut, wir haben nochmal so ein Halbleiter aus Diamant bekommen. Das macht mir Hoffnung, dass nochmal ein Shop kommt. Oh, noch ein Medipack. Zack. Oh, noch eins. Jetzt voll, na gut, dann heile ich mich noch eben voll. So. Ja, sie werfen einem hier am Ende nochmal ordentlich Supply entgegen. So, Kendra. Oder Emilia, wie auch immer du heißt. Ja.
wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Ja, außer Kendra. Oh, Kapitel 11 beendet. Ich hoffe, dass es bei euch lauter ist. Also bei mir ist gerade der Sound von den Figuren teilweise übelst leise. Das Spiel ist total laut und alles andere ist extrem leise. Mal sehen. Ja, also irgendwie, so wie Nicole spricht, das klingt alles sehr fanatisch und nicht vertrauenswürdig, finde ich. So, Kapitel 12. Tod im All. Ja, das klingt ja gut. Gut, Kapitel 11 war jetzt ziemlich kurz insgesamt. Ich glaube, nicht mal zwei Parts. So, jetzt ist sie wieder weg. Vielleicht da drin eingesperrt, weil der liebende Isaac, der nicht mit ihr spricht. Hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Ach, da ist sie. Sie da drin gelassen hat, wollte ich sagen. Ich hoffe so sehr, dass das jetzt nicht noch irgendeine Beschützermission wird hier. So. Ich hole hier erstmal gar nichts. Ich hole jetzt erstmal Muni und sonstiges. Solange ich noch welche aufsammeln kann. Hei, hei, jetzt sind wir also auf dem Planeten. Lalalalalalalala. So ein Shop wäre voll super irgendwie. Moment, mein Telefon. Ja, Moment, mein Telefon klingelt, sollte das heißen. Ich habe dann zu schnell auf Aufnahmestopp gedrückt. Jetzt geht's weiter. Eben für nächste Woche zum Fußball verabredet. Ja, ich soll da draußen zwar was machen, aber ihr kennt mich, ich höre nicht. Mann. Wie sie mich einfach nicht speichern lässt. Gute. Hier ist ein Shop. Jawohl. Das haben wir doch gesucht. So, und jetzt, wie machen wir das jetzt? Also wir haben ganz viele Minipacks. Ich verkaufe erstmal den Halbleiter aus Diamant. So. Plasma-Energie haben wir viel dabei, das ist gut. Laserkanone passt auch, Impulsprojektile. Ich meine, ich würde jetzt nichts wegtun, weil ich vermute, dass da jetzt demnächst der Endgegner kommt. Die Ripperklingen kann hier einmal weg. Und würde da jetzt nichts mehr wegtun. Ehrlich gesagt, ich überlege gerade, ob ich die mittleren gegen die großen Medipacks austausche. Ja, oder so, das reicht ja auch. Ja, okay, so gefällt es mir. So habe ich ein paar Slots freigemacht. Und zwar, ja gut, vier. Naja, 4 an der Zahl. Das sagt es wahrscheinlich überall, ne? Ne, hier darf ich lang. Eieiei. Ja, warum sollte es auf dem Planeten weniger heftig zugehen als auf dem Schiff? Ich sammle jetzt hier nochmal alles ein, weil ich finde, dass es da draußen irgendwie total nach Bosskampf-Area aussieht. Audio-Log. Hier spricht Sergeant Newman von der P-Tech. Wir haben alle Shuttles verloren. Eins ist gerade gestartet, kam direkt wieder zurück und krachte in den Hangar. Es hat dabei ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Shuttle zerstört. Wenn jemand das hier hören kann, dann landen sie nicht hier. Nicht hier landen. Ja, okay, jetzt erklärt auch, warum so viele Necromorphs da sind. Es gab offenbar hier mehr als ein paar hundert Leute. Oder ganz viele sogar. So, Gold nochmal. Ja, also ich hoffe, dass man es mitnehmen kann im weiteren Spieldurchgang. Das Geld und so. Ah, Ripper Kling. Ja, weil dann wäre man ganz gut ausgestattet. Ich würde es ja schon gerne nochmal auf schwer probieren. Jetzt habe ich drei. Soll ich nochmal das Leben hoch machen? Oder
Das Tempo vom Plasma-Cutter. Oder die Kapazität und die Nachladegeschwindigkeit. Ich hau jetzt einfach die drei nochmal raus und mach nochmal den Schaden hoch. Zack, so. Auf das keine Tür mehr kommen möge. Die das braucht. So. Lebst du noch? Lebst du nicht mehr? Weg. Jetzt können wir das hier wieder einsammeln. Zack. Mann, hör doch. Ja, einen schaffen sie auf jeden Fall. Weg, 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 weg. Nein. Ja, gut, dass ich ihm die Beine weggetreten habe. Dadurch konnte er gar keinen vollwertigen Mikromorph mit uns machen. So, nochmal Geld. Plasma-Energie. Ja, so. Es nutzt also doch was. So, was haben wir hier nochmal? Ah, hier ist das Energieding für draußen. Kann ich ja schon mal mit rausschleppen gleich. Ja. So, nehme ich mal gleich mit. Ja, öffnen bitte. Ah, lass sie mich. Lässt sie mich jetzt echt gerade. Lässt sie mich. Jetzt lässt sie mich echt nicht speichern? Doch, okay. Das hätte ich jetzt auch echt nicht gut gefunden. Totraum. Statt Tod im Weltraum heißt das Kapitel jetzt Totraum. Totraum. So, bla 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 bla. Öffnen. Das klingt nicht gut. Nein. Nicht ihr. Ihr seid nervig und doof. So. Hinter mir ist bestimmt auch noch was. Das ist Feuer so. Ich hoffe, ich mache mit meinen Exkursen nach draußen jetzt nicht gerade alles falsch. Ja, kommt daher. Nein! Die sind so eklig. So eklig. Haben wir's? Offenbar ja. Jetzt ist Nicole weg. Hat keine Lust mehr mit ihrem Freund, der einfach immer irgendwo anders hin abwandert. Kann ich irgendwie verstehen. So. Machen wir die Energie schon mal wieder rein. Zack. Ach, das musste man sogar tun. Haha. Seht da. Völlig zurecht um durch die Gegend gewandert. Ein brillanter Move meinerseits war das. Da hinten. Also er zeigt mir jetzt das Gesamtziel an sozusagen. Warte mal, was ist da drüben? Ui. Ui, 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 ui. Nein. Nein, 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 nein. Oh, da ist Strom drauf. Das war weniger clever, aber es hat zum Glück nicht viel gezockt. Aber hier ist hinter, ne? Ja. Okay, das wird dann hier der finale Gang sein. Das bin ich, glaube ich, schon wieder total voll, wa? Ja. Nun. Besser als nichts zu haben. Ich werde nämlich auch irgendwie aus Angst, dass man vom Bosskampf dann nicht nochmal in den Shop kann, möchte ich jetzt auch irgendwie nichts mehr weglegen. Das ist so. Ach so, okay. Dann muss das wohl doch erstmal. Darüber. Ach ja, stimmt, der Marker ist ja da drin. Logisch. Logisch. So, da sind wir da. Und dann tun wir doch mal den Marker auf. Den Mikromorphs wird es bestimmt wieder nicht gefallen. Hä? Ah, da. Ach, was grummelt denn da die ganze Zeit so? So, wenn von da drüben was kommt, ich habe Deckung. So.
Das scheinen sie sich jetzt gerade sogar gefallen zu lassen. Ja, rüber hier. Und rein da. Ach, das war's schon, okay. So. Wir nehmen jetzt nicht den Marker in Betrieb, oder? Habe ich irgendwas falsch verstanden? Oh je. Hm. Oh, wir haben noch alle einen an der Klatsche, ey. Oh, hier liegt wieder ganz viel, Minipack. Hm. Ja, mein Gott. So. Da sind nochmal aufladen. Geld. Ja, jetzt im Moment könnt ihr mir immer Geld geben. Wenn ich voll bin, gebt mir immer Geld. Und soll ich da lang? Meine Güte, meine Güte. So, hier habe ich noch. Die kann ich noch aufsammeln, sehr schön. Stase, 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 Stase. Ich habe die Vermutung, dass man hier Stase benötigen könnte. Oh. Okay. Alles klar. Das wird dann wohl später noch benötigt. Um ja. M. Also wenn er so nah kommt, dann kann ich auch den nehmen. Ja, ich versuche jetzt nämlich vorrangig die Ripper zu benutzen. Weil die in Bosskämpfen halt wirklich sinnlos ist. Deswegen versuche ich jetzt meine restliche Munition zu halten. Und mit der Ripper... ja, den sonstigen Quatsch hier zu erledigen. Meine Güte. Daneben. Wie ich das gemacht habe, weiß ich zwar auch nicht, aber daneben. Und noch einer. Nein, nein, nein. Ach. Hinter mir ist auch noch ein Baby. Ach! Manchmal ist einfach ignorieren, dass da diese Klinge ist. Alter Schwede. Auf zu schreien. Weg, 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 weg. Ich habe mich selber gesprengt. Dumm. Ui, ganz schön tot. Bin ich weg. Noch eins. Na! Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas machen muss oder ob ich jetzt einfach das überleben muss. In der Regel war es ja schon so, dass man nicht irgendwas machen muss, damit die Necromorphs aufhören zu kommen. Mhm. Haben wir es? Oder haben wir es noch nicht? Anscheinend noch nicht.
Naja, gut, bringt Geld, davon habe ich jetzt im Moment echt viel. Nee, brauche ich nichts wegwerfen für. Nein, hier braucht man Energieknoten. Ja. Ist gerade ein bisschen doof, dass die Quarantäne nicht aufhört, obwohl eigentlich doch alles. Oh, das wird eine sehr lange Folge, fällt mir gerade auf. Ja, gut, Leute, dann werden wir beim nächsten Mal schauen, warum die Quarantäne jetzt hier gerade nicht aufhört. Und im schlechtesten Fall sind wir gerade Opfer eines Bugs geworden. Dann ist das schön. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Rauton. Ciao.